Radio Radicale, qual è stato il messaggio delle principali forze politiche attraverso gli spot alle elezioni nell'Landa dell'Assia il 28 ottobre del 2018? La CDU con Volker Bouffier si è presentata con un messaggio rassicurante per gli elettori centristi che lo avevano eletto presidente di questo Land qualche anno fa e che gli hanno permesso di governare per tanti anni, eppure la sua esperienza sembra arrivata al capolinea. E soprattutto, qual è stata la strategia di Alternative für Deutschland? In questo spot, che è stato lo spot principale che ha girato per le televisioni tedesche in vista delle elezioni nel Land dell'Assia, Alternative für Deutschland ha voluto dimostrare di avere l'appoggio di un numero considerevole di elettori anche di origini straniere, e proprio questo spot tende a dimostrare come l'elettorato anche di origine straniera abbia votato per Alternative für Deutschland attraverso un'elettrice di origine brasiliana, di origine ebraica, con il pretesto di dargli 15 secondi di tempo per esprimere il loro voto e il loro apprezzamento per Alternative für Deutschland. Guardate questo spot. Ich kann mir einfach auch vorstellen, dass sie sich das gar nicht angucken. Sie schalten einfach um. Ja, okay, Leute, aber macht unter solchen Umständen ein Wahlwerbespot überhaupt Sinn? Nee, glaube ich nicht. Schon 15 Sekunden. Warum zeigen wir den Leuten nicht einfach, wie wir wirklich sind? Exakt. Mein Name ist Mary Khan. Ich habe deutsche und pakistanische Wurzeln. Ich komme aus Wiesbaden. Wohne in Steinbach. Aus São Paulo, also Brasil. Aus Erlensee. Hier in Frankfurt 40 Jahre Polizeibeamter. Selbstständig. Fitnesstrainer. Bin Flugkapitän im Ruhestand. Bin Mathematiker und IT-Softwareentwickler. Brandschutzsachverständiger TÜV. Altenpflegerin. Geschäftsführer. Sachbearbeiterin. Chemikant. Ist es zu Phase? Finger weg! Ein Mikrofon. Ich bin Physiklehrer an einer Brennpunktschule. Habe als Soldat meinem Land und als Polizeibeamter Hessen gedient. Verheiratet, 5 Kinder, 11 Enkelkinder. Und ich bin Christ. Und ich bin in der AfD. Ich bin Jude und ich habe einen Migrationshintergrund. Das können wir nicht bringen. Nein, 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 Moment, Moment, das ist wirklich so. Nein, das nimmt uns keiner ab. Ich bin Jude, ich habe Migrationshintergrund und ich bin in der AfD. Und ich bin in der AfD. Und ich bin in der AfD. Ich bin in der AfD. Und ich bin ein Mitglied in der AfD. Und ich bin in der AfD. Ich bin jetzt in der AfD. Erstaunlich. Ma mentre Alternative für Deutschland fa parlare i cittadini, i loro elettori, il candidato della CDU, Volker Bouffier, ha scelto un'altra strada, quella della sicurezza nella continuità, evitare scossoni alla società tedesca, alla società dell'Assia, pur non nascondendo in questo spot le difficoltà che ha di fronte nei 63 giorni della campagna elettorale. Il candidato della CDU, largamente sconfitto al voto dell'Assia, punta sulla sua immagine, su quella del gruppo dirigente del suo partito, mentre gli elettori restano ai margini. Questo è lo spot su cui ha puntato la CDU alle elezioni nell'Anda dell'Assia. Seitdem wir regieren, ist es in Nordhessen nach vorne gegangen wie noch nie. In 63 Tagen entscheiden wir in Hessen, wie es weitergeht. Ob wir unseren Erfolgsweg fortsetzen, ob Hessen ein starkes Land bleibt oder ob wir den Weg politischer Abenteuer gehen. Wir wollen doch keine Zukunft der Miesepeter. Wir wollen ein Land, das stark ist, in dem die Menschen auch in Zukunft gut leben. Politik muss am Ende den Menschen nützen. Das Schwafeln über Zukunft bringt niemand was, wenn das heute nicht funktioniert. Wir haben bewiesen, dass wir es können. Wir haben auch bewiesen, dass wir regieren können ohne Krawall. Wir möchten in der Sache vorankommen und wir möchten, dass es eine Politik ist, die den Menschen nützt. Wir brauchen Menschen, die glühen, die brennen. Und wir überlassen dieses Land nicht den einen,
die in die politische Abenteuerecke gehen und schon gar nicht denen, die Protest und Unanständigkeit für die Zukunft Deutschlands wollen. Der Wahlkampf wird engagiert, der wird auch nicht leicht. Entschieden ist auch noch nichts. Aber wenn wir uns anstrengen, haben wir die besten Chancen. Wir sind weit vorne in allen Umfragen. Aber wir haben noch nicht genug, da gebe ich mich noch nicht mit zufrieden. Und deshalb bitte ich Sie herzlich für unsere beiden Kandidaten hier, für die hessische CDU, naja, und wenn Sie mögen, auch für mich. Herzlichen Dank. Il candidato dell'SPD, Schäfer-Gümbel, si presenta agli elettori dopo aver fatto vedere che in Asia è difficile trovare un appartamento, vedere arrivare un autobus puntuale, ammesso che questo ci sia, e che è difficile portare i figli a scuola. Se diventerò presidente dell'Asia risolverò tutti questi problemi. Questo è lo spot del candidato della SPD che appare poco credibile per chi ha dei ruoli di responsabilità nel governo di Berlino. Questo è il suo messaggio. Oh mein lieber. Ja, super. Mach's gut und viel Spaß mit der Wohnung, ne? Bis bald, ne? Danke, ne? Ciao. Sorry Leute, die Wohnung ist weg. Mein Schwager gefällt sie sehr gut. Was? Zieh da aufs Land, da gibt's Wohnungen. Was heißt denn jetzt hier aufs Land? Ach, Entschuldigung, wann fährt denn hier der nächste Bus? Mittwoch. Mittwoch? Ja, danke auch. Dann zieht halt in die Stadt. Da gibt's Busse. Als neuer Ministerpräsident werde ich drei Dinge direkt anpacken. Mehr bezahlbare Mietwohnungen schaffen, Stadt und Land besser miteinander verbinden, unsere Schulen modernisieren. Dafür bitte ich Sie um Ihr Vertrauen mit beiden Stimmen für die SPD. Hessen tut der Wechsel gut. Am 28. Oktober, Thorsten Schäfer-Gümbel. Zukunft jetzt machen. SPD. Anche se i Verdi si presentano a queste elezioni in Asia come una delle assolute novità, Priska Hinz, che è la candidata dei Verdi al Land dell'Asia, è al governo con la CDE ed è stata, come si può dire, ministro dell'ambiente del secondo gabinetto di Bouffier, il presidente uscente dell'Asia della CDU. Nonostante questo, la piattaforma con la quale si presentano i Verdi è quella di una forza che si batte per la sostenibilità, contro i populismi, e la candidata si sforza di dare l'impressione di essere una candidata sprint, e la si vede correre con l'altro suo candidato alla guida dell'Asia per i Verdi. In questi due spot il messaggio è abbastanza chiaro: noi rappresentiamo la novità, anche se in fondo siamo stati alleati della CDU fino a ieri, anzi fino ad oggi. In Hessen läuft's grün. Landwirtschaft natürlich. Energie sauberer. Klimaschutz mit Plan. Verkehrswende läuft. Das war's? Nö, da geht noch was. Wohnen bezahlbar und lebenswert. Bildung besser und gerechter. Gesellschaft bunt und vielfältig. Haltung statt Populismus. Grün statt GroKo-Chaos. Vernunft gestaltet. Geiler. Gemeinsam machen wir das. Also los! Am 28. Oktober Grünwellen. Hey, aufwachen! Bald ist Landtagswahl. Und wir kandidieren.
Vernunft und Leidenschaft wollen wir Hessen gestalten. Für Umwelt- und Klimaschutz, für nachhaltiges Wirtschaften, für die Verkehrswende und für ein soziales Hessen. Wir haben viel erreicht, aber auch noch viel vor. Am 28. Oktober ist Landtagswahl. Am 28. Oktober, Zweitstimme Grün. Gli ultranazionalisti dell'NPD si presentano con un programma molto chiaro ma alquanto semplice, 500 euro di garanzia di assegni familiari, uno stipendio per le casalinghe di 1000 euro e 5000 euro per i nuovi nati, i neonati tedeschi. Si tratta di dare una garanzia ai tedeschi, offrirgli case, scuole e sicurezza sociale attraverso la garanzia di una pensione certa. Questa è la piattaforma dell'NPD che ha sempre utilizzato nelle campagne elettorali nei land tedeschi. Stellen wir uns einfach mal vor. Kindergärten würden im selben Tempo wie Asylheime aus dem Boden schießen. 500 Euro Kindergeld für jedes deutsche Kind. 1000 Euro Müttergehalt für jede deutsche Mutter. 5000 Euro Willkommensgeld für neugeborene Deutsche. Öffentliche Verkehrsmittel. Für Kinder kostenlos. Und für bedürftige Deutsche vergünstigt. Genau wie Tageseinrichtungen, Schwimmbäder, Sportvereine und Unis. Schluss mit Mietern zweiter Klasse. Wir schaffen bezahlbaren Wohnraum und bekämpfen die Altersarmut. Volksrente für alle Deutschen. Soziale Leistungen zuerst für Deutsche. Kriminelle Ausländer abschieben. Rückführung statt Zwangsintegration. Asylbetrug ist kein Menschenrecht. Deshalb mit uns gegen die Asylmafia. Hessen ist unsere Heimat und das soll es auch bleiben. Träume können wahr werden. Lebensqualität durch gelebte Volksgemeinschaft. Deshalb zur Landtagswahl einen rechten Haken setzen. NPD wählen. La Linke, la forza tradizionalmente di estrema sinistra della Germania, si chiede se la maggioranza abbia sempre ragione, se è giusto che l'1% della popolazione dell'Asia detenga la ricchezza della maggioranza degli abitanti di questo land, e che non è giusto che la maggioranza decida per chi non ha risorse e non ha mezzi di sostentamento e non riesce a trovare una casa, una scuola adeguata. Come potete vedere, gli argomenti sono non molto dissimili da quelli che ha utilizzato la SPD nel suo spot per queste elezioni nel Land dell'Asia. Klar, in einer Demokratie entscheidet die Mehrheit. Aber die entscheidende Frage ist doch: Handelt die Regierung auch im Interesse der Mehrheit? Will die Mehrheit von uns, dass immer mehr Menschen immer weniger haben und immer weniger Menschen dafür immer mehr? Etwas konkreter? Gerne. Die reichsten 1% besitzen fast ein Drittel des Gesamtvermögens. Und gleichzeitig ist rund jeder Siebte in Hessen von Armut bedroht. Will das wirklich die Mehrheit? Anderes Thema. Will die Mehrheit von uns, dass Wohnen immer teurer wird? Dass sich immer mehr von uns die steigenden Mieten nicht mehr leisten können, nur damit ein paar wenige daraus Profit schlagen? Oder will die Mehrheit von uns, dass kaum noch Geld in Kleinstädte und Dörfer gesteckt wird, obwohl etwa die Hälfte von uns Hessen auf dem Land lebt? Dass hier kaum noch Busse und Bahnen fahren? Dass Krankenhäuser wegrationalisiert, Schulen geschlossen und Dorfläden verdrängt werden? Will die Mehrheit von uns etwa, dass Erfolg in der Schule vom Einkommen der Eltern abhängt und es einfach zu wenig Kinderbetreuung und Lehrkräfte für eine wirklich gerechte Bildung gibt? Nein? Dann sollten wir ein klares Zeichen setzen. Mehr für die Mehrheit. Weil zu viele zu wenig haben. Am
Am 28.10. Die Linke wählen. Ma che cosa ci hanno insegnato queste elezioni nel Land dell'Assia, così come abbiamo visto qualche settimana fa in Baviera, che ha utilizzato un messaggio più diretto, più chiaro su quello che vuole fare, anche se come i Verdi era compromesso con il potere in carica, ha virtualmente vinto queste elezioni nel Land dell'Assia, che fa vacillare anche la grande coalizione di Berlino. Questo significa che non ci sono più grosse figure di riferimento in Germania in grado di dimostrare che con l'aiuto degli altri paesi, un po' come faceva una volta Adenauer con la NATO, si poteva garantire la stabilità del paese. Oggi nulla è più scontato. Am Pult, der Hebel und der Schalter regiert ein kluger Mann den Staat. Verehrt als tüchtiger Verwalter, geschätzt durch seinen weisen Rat. Er stellte nach den Untergängen die Hebel wieder richtig ein. Und wir, die an der Leitung hängen, wir können sehr beruhigt sein. Doch wie ja leider meist im Leben, ist mancher für das Gute blind. Und es gibt Leute, die erheben den Anspruch, dass sie klüger sind. Und eines Nachts, lasst es uns träumen, es ist die Nacht der Bundeswahl. Da kriegen Sie zu jenen Räumen das Schlüsselbund im Futteral. Und nun fängt in der Zentrale die große Renovierung an. Man hört nicht auf die Warnsignale und jeder schaltet, was er kann. Wer viel versprach, der muss viel halten, wenn er dann selbst am Hebel sitzt. So wird vom Schalten und vom Walten das schöne Werk schnell abgenützt. Zuletzt, in jenem schlimmsten Falle, stellt man den Hebel NATO aus. Und statt der Sicherheit für alle kommt Kurzschluss übers deutsche Haus. Moral? Nur mit dem einen Ziele zu ändern, was schon Blüten treibt, steht alles auf dem Spiele. Drum sorgt, dass es beim Alten bleibt.